Hallo ihr Lieben! Ja, heute gibt es mal wieder ein XXXL Unboxing-Video. Das letzte ist mir jetzt schon wieder ziemlich lang her und ich habe ja wieder mal meine Kiste, die ihr vielleicht vom letzten Mal noch kennt, die habe ich wieder fleißig gefüllt und da steckt jetzt echt einiges am Müll drin. Und damit ich das jetzt endlich mal wegwerfen kann, muss ich es jetzt definitiv mal wieder euch abdrehen, damit ich da wieder von vorne anfangen kann zu füllen. Also wenn ich wieder weiter meinen Müll da reinschmeißen soll, statt gleich in den Müll, dann gebt dem Video einen Daumen hoch oder sagt Bescheid. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an. Das ist nämlich wirklich einiges. Und ja, viel Pflege ist wieder drin, aber auch ein paar andere Sachen. Also ein bisschen Putzzeug und Schminke. Und also ich habe wirklich viel aufgebraucht. Also ich bin immer noch fleißig dabei, aber ich, wie gesagt, gebe mir Mühe. So, fangen wir mal an, würde ich sagen, mit... Ich greife einfach wahllos rein, es ist nicht sortiert, weil da wäre ich ja alt, wenn ich das noch sortieren würde. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir ein Mandelblüte, Bart und Peeling. Da fehlt jetzt aber die Oberseite, würde ich sagen, von dem Päckchen. Und das sieht so aus. Und ja, das muss ich sagen, ist jetzt schon eine Weile her, wo ich das hergenommen habe. Wie gesagt, ich sammle schon länger und weiß auch überhaupt nicht mehr, was da drin liegt. Aber ich kann mich erinnern, dass das allgemein echt cool war. Also ich hatte es echt zum Baden verwendet, also nicht zum Duschen, weil man könnte es ja auch zum Duschen verwenden als Peeling. Ich hatte es in der Badewanne und ja, also irgendwie, wenn man im Wasser sitzt und sich dann peelt, das geht ja schon mal gar nicht. Das heißt, das muss man ja entweder davor machen, weil wenn man das jetzt ins Wasser gibt, dann löst sich das natürlich direkt auf. Das heißt, also wenn ihr das mal kauft, das finde ich schon cool, aber dann peelt euch davor und setzt euch dann in die Badewanne, weil sonst, wie gesagt, peelt da nichts. Und in der Badewanne hatte ich einen kleinen Nachteil und zwar war die danach total ölig. Also danach musste ich sofort meine Badewanne putzen, weil die komplett ölig war. Also der ganze Rand war total voll, der hat auch nicht heiß abbrausen gereicht, das habe ich dann echt geputzt. Das war ein bisschen, naja... für so putzvolle Menschen wie mich. Nicht so optimal. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, mochte ich es echt gern. Vom Geruch her kann ich es leider nicht mehr wirklich sagen, weil es schon eigentlich zu lang offen ist. Aber ich glaube, es war ganz mild, also nicht schlecht. Jo, machen wir weiter. Zahnpasta. Also dazu brauche ich nicht viel sagen. Das ist so meine Standard-Zahnpasta. Die ist billig und nicht schlecht. Also wenn ich nicht weiß, welche Zahnpasta ich nehmen soll, dann nehme ich einfach immer die. Von Blendermed Complete mit milde Frische, ja, die mag ich vom Geschmack her einfach super gerne. Aber ich wechsle da auch ständig durch, wie ihr vielleicht wisst, aber das ist so mein Standardteil. Also ich schmeiße das einfach hier in den nächsten Korb, nicht wundern. Dann habe ich mehrfach aufgebraucht, da nehme ich jetzt gleich das auch noch mit dazu, diese Dinger von WC Frisch, die zeige ich euch auch regelmäßig in meinen XXL DM Hauls, weil die einfach, ja... Ich mag sie total gern. Das sind meine Lieblings-WC-Teile. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt. WC-Reiniger, Inhaltsreinhängedinger. Ich mag am liebsten, wie gesagt, diese frische Pinie und frische Brise. Und die mit dem Blauen habe ich eben für mich absolut abgeschrieben, weil nachdem ich jetzt blaue Flecken in meiner Klobrille unten drin habe, kaufe ich die nicht mehr. Also ich kaufe nur die normalen, aber es gibt auch andere, die sagen, die sind total toll mit dem Blau. Also bei mir, wie gesagt, hat es Flecken gegeben und deswegen kaufe ich nur noch die ohne blau färbendes Zeug drin. Aber wie gesagt, die sind echt top. Da funktioniert das super mit dem Reinigen. Dann habe ich jetzt einfach mal reingelegt, davon habe ich aber auch mehrere verbraucht. Also zum Beispiel von Lilibet. Ich glaube, das, ja genau, das ist Rossmann. Ich habe dabei auch von DM und alle möglichen. Also ich verwende eigentlich ganz gern einfach die günstigen Standardteile von den Drogerieläden. Also die sind immer ganz gut. So, dann habe ich mal was zu knabbern. Und zwar von Weight Watchers die Joghurt-Biscuits. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die gab es nur im Treffen. Und ich habe jetzt gesehen, ich bin jetzt nicht mehr bei Weight Watchers, weil was soll ich schwanger zu Weight Watchers gehen? Das mache ich danach dann wieder. Also wie gesagt, die... sind total lecker gewesen, aber ich glaube eben, dass es die nicht mehr gibt, weil die waren der Hammer. Das war so eine Mischung aus Ferrero Küsschen, Keks und wie nennen sich diese Dinger mit so einer Joghurtfüllung? Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Schwangerschaftsdemenz? Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber wie gesagt, die sind total lecker, aber jetzt gibt es irgendwas mit Schoko. Aber ich bin ja nicht im Treffen. Vielleicht muss ich da echt mal hingehen, damit ich mir die mal kaufe, weil ich so neugierig bin. Oder es gibt sie noch, wenn ich wieder anfange. Mal gucken. Aber wie gesagt, ja,
So viel zu Weight Watchers, da ist auch noch was übrig. Seht ihr mal, wie alt das da ist. Das ist exakt, also ich habe jetzt ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich gespart habe, wann das letzte Video war. Ich verlinke euch das letzte XXL Unboxing, da war es auch ziemlich lang, mal in der Infobox. So, dann von Dr. Pierre Ricaud, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt, habe ich so ein Duschpeeling leer gemacht. Das ist auch ewig habe ich das jetzt gehabt, also wirklich bestimmt 2 Jahre oder so. Aber es hat gehalten, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass es mir irgendwie kaputt geht, weil ja das so ein bisschen, ich weiß nicht, Bio kann man jetzt nicht sagen, aber nur Naturkosmetik, glaube ich, ist das, oder? Dr. Pierre Ricaud, vielleicht weiß es einer von euch. Also wie gesagt, das fand ich total genial. Also es war richtig gut. Das ist Gommage, oh, das ist französisch, glaube ich. Benouf. Ich kann kein Französisch. Das ist zwar echt fies, Leute. Wenn man kein Französisch kann, soll man das mal lesen. Ich kann es nicht. Würde mein Mann jetzt hinter mir sitzen, würde sich der gerade kaputt lachen, weil der kann nämlich Französisch. Und manchmal frage ich ihn vorher, wie man was ausspricht. Aber wie gesagt, meistens vergesse ich es und dann hocke ich da und weiß nicht, wie man es sagt. Also ist es auf alle Fälle, was steht denn da? Ein Körperpeeling für einen neuen Hauteffekt. Und das war echt genial, aber ich habe keine Ahnung, ob es das noch gibt. Das ist aber im Online-Shop war das damals erhältlich. Also wenn es euch interessiert, das ist wirklich so ein... Ja, man hatte danach so ein richtig seidiges, gepflegtes Gefühl. Und das finde ich nach Peelings immer total schlimm, wenn man danach das Gefühl hat, die Haut ist total trocken und ausgesaugt eher. Das habe ich da jetzt nicht gehabt. Das war einfach ein richtig starkes Peeling, aber trotzdem nicht so hautzerstörend vom Gefühl her. Also wie gesagt, das ist ein Körperpeeling und der Duft war auch ganz interessant. So, dann habe ich im Sommer schon leer gemacht. Die Intensiv 7 Tage Pflegemilch von Garnier mit diesem Mango-Duft für trockene Haut. Und die liebe ich über alles. Mag ich sehr gerne, habe ich jetzt bestimmt noch 15 Mal nachgekauft. Aber ich wechsle auch da ganz gern mal durch und dass ich mal ein bisschen was Neues ausprobiere. Aber wie gesagt, ich würde sie mir trotzdem wieder nachkaufen. Ich mag die vom Geruch her unglaublich gerne. So, dann habe ich leer gemacht von La Vera. Das 3-in-1 Reinigungs... peeligen Maskenteil für unreine Haut, bekämpft Pickel dreifach. Fand ich super, habe ich echt leer gemacht und fast täglich verwendet und ich hatte am Anfang von meiner Schwangerschaft enorm Probleme mit Pickeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie deswegen jetzt weggegangen sind, ich glaube, das lag einfach an meinen Hormonen. Also die Hormone haben bei mir diese Pickel ausgelöst und scheinbar hat sich das wieder eingekriegt. Und jetzt ist es eher so, dass ich ab und zu so Kinnpartie-Pickelchen kriege, aber das geht jetzt gerade wieder. Also ich bin ganz glücklich. Aber in der Zeit habe ich das halt einfach gern verwendet. Habe halt nicht zu viel rumgerubbelt, das ist ja klar, das ist ein Peeling, ist auch nicht gut für die Haut. Aber eben sanft aufgetragen und abgewaschen und das fand ich echt richtig gut. Deswegen... Ja, also ich sage, ich probiere mich jetzt echt mit Naturkosmetik. Das kann nicht schaden, denke ich mir. Und auch für meinen Babybewohner hier, meinen Bauchbewohner, finde ich das ganz gut. So, dann habe ich leer gemacht mal wieder eins von meinen Clean and Fresh Augen-Make-up-Entfernern von Garnier für sensible Augen. Und kaufe ich auch immer nach. Also das ist mein Standard-Entferner. Ich wechsle da auch ganz gerne mal. Habe jetzt auch ganz oft das Balea-Öl hergenommen. Weiß nicht, ob da eins drin liegt. Da habe ich mir auch mal irgendwas leer gemacht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich mein Liebster, weil der einfach so einfach und schnell geht und ja, funktioniert. Funktioniert immer. So, dann habe ich leer gemacht ein Dr. Wolfs Bio Repair Zahncreme. Schweineteuer, dieses Ding. Ich habe es mir jetzt auch nicht nachgekauft, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt da wow Zähne bekommen habe. Aber wahrscheinlich wäre es echt gesund. Das ist mit künstlichem Zahnschmelz Plus und schützt die Zahnfleischkanten vor Entzündungen. Das wäre das Einzige, was momentan wieder interessant ist, weil ich ja durch die Schwangerschaft echt so Zahnfleischbluten immer wieder habe. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Das ist halt unglaublich teuer. Ich glaube 5 oder 6 Euro. Und ich verbrauche Zahnpasta halt sehr schnell. Also... putze mir auf die Zähne. Die Dinger sind ständig leer bei mir. So, dann ein Nivea In-Dusch-Gesichtspflege. Eine. Die habe ich jetzt endlich leer, muss ich sagen, weil die hatte ich jetzt lang im Gebrauch. Und ich habe sie nicht fürs Gesicht hergenommen, muss ich dazu sagen. Also ich verwende einfach zu gern Gesichtscreme, die drauf bleibt. Und in der Dusche habe ich das auch nicht gemacht. Also das ist... diese In-Dusch-Sachen waren halt so ein Trend, aber ich konnte damit nicht so richtig was anfangen. Das Einzige, was ich ganz
gut finde, ist ab und zu diese In-Dusch-Body-Lotions, weil ich habe manchmal echt zu faul bin, sozusagen nach dem Duschen mich einzuschmieren. Aber ich mag es am liebsten, wenn die am besten im Duschgel schon mit drin sind. Also irgendwie so eine Mischung von Pflege und Duschgel ist mir am liebsten, weil ich dann wirklich so ein schnell, ich muss ganz schnell fertig werden Tag habe. Und wie gesagt, da konnte ich damit gar nichts anfangen, aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe das als Handcreme verwendet. Das riecht wahnsinnig toll, also das ist wirklich ein total genialer Duft. Das ist eben das rosafarbene für trockene und sensible Haut mit natürlichem Mandelöl. Und ja, ich habe einfach meine Hände damit eingecremt, habe das Ganze wirklich total stark einmassiert und einziehen lassen und mir dann die Hände gewaschen und dann war einfach, die Hände waren gepflegt, aber sie waren überhaupt nicht schmierig. Das ist echt wahnsinnig genial. Also dafür kann ich es euch empfehlen. Also man sollte mal eine abwaschbare Handcreme finden, die man sozusagen danach einfach abwaschen kann, aber die Pflegestoffe auf der Haut bleiben, weil nichts anderes ist es ja. Im Endeffekt ist das eine Pflege, die man wegwäscht, aber die Pflegestoffe bleiben auf der Haut, nur dieses schmierige Gefühl halt nicht. Deswegen kann ich es euch als Tipp geben, wenn ihr auch so Handcreme genervt seid oft und wenn es schnell gehen muss, das ist echt eine coole Sache. Deswegen, dafür habe ich es verwendet. So, dann habe ich von Nivea die Anti-Unreinheiten Tagespflege wieder aufgebraucht. Die kaufe ich ja auch immer wieder nach. Ja, meine Kamera muss ich wieder doch näher hinhalten, sonst stellt das Ding einfach nicht scharf. Also wie gesagt, die kaufe ich echt ständig nach und jetzt habe ich ja momentan eben so eine Bio-Phase. Mal gucken, wann ich sie mir wieder kaufe. Aber ich sage, ich kaufe sie immer wieder. Ich würde nicht sagen, dass ich sie mir nicht mehr kaufe, das weiß ich, dass das nicht stimmt. Also mein Fokus ist echt eine Mordsschlaftablette heute, würde ich sagen. Also der ist ungefähr genauso müde wie ich. Naja, dann müssen wir beide durch. Wie gesagt, wird irgendwann nachgekauft, aber jetzt gerade habe ich eine andere Gesichtscreme. Die habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Das verlinke ich euch auch gerne, wenn es euch interessiert. So, dann von Balea habe ich das Volume Effect Haarspray leer gemacht. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es das noch gibt. Da gab es doch jetzt so eine Neuauflage von diesen ganzen Nivea Haarpflegesachen. Und, aber ich glaube, die kleinen gibt es noch. Aber wie gesagt, ich fand das super und ich finde auch das neue Lila super. Ich habe jetzt das neue Lilane, aber halt in groß und das finde ich echt auch total genial. Also das kleine war halt so für am Schminktisch oder in die Reisetasche. Also total. Also mein absolutes Lieblings-Haarspray. Dann auch zum 181. Mal leer gemacht den Nagelentferner von P2. Mit Passionsfruchtöl, Mandarinenaroma, acetonfrei, genau, entfernt schonend und gründlich Nagellack. Ich finde den einfach absolut genial, ich liebe ihn über alles, ich mag den Pflegeeffekt ein bisschen, hat man ein klebriges Gefühl auf den Nägeln danach, aber mich stört es nicht, ich wasche mir dann die Hände und dann ist auch wieder gut. Und ich liebe den Duft und dieses Pumpspenderteil, also ich bin einfach, das ist mein absoluter Lieblingsentferner und ich hoffe, dass der nie aus dem Sortiment geht, weil das ist mein absolutes Nachkaufprodukt. Da wäre ich total entsetzt, wenn es das nicht mehr geben würde. So, dann habe ich nachgekauft von Balea das Wellness Fuß- und Schuh-Deo und das gibt es leider nicht mehr, deswegen kann ich es nicht mehr nachkaufen. Das war noch, weil ich hatte damals, wo das rausging, noch mal einige nachgekauft. Ich glaube, ja, jetzt ist das dann das Letzte, denke ich mal. Jetzt ist dann auch wirklich vorbei. Finde ich total schade. Ich mag das Neue nicht so gern wie das Alte, aber vielleicht gibt es ja mal wieder ein altes Wiederaufleben. Wäre total schön. Das ist nämlich Lemongrass und Minze. Und das Neue ist Grapefruit und Minze. Und ich finde, das ist einfach so viel besser gewesen. Oh, ich liebe diesen Duft. Das habe ich auch übrigens ganz gern für den Mülleimer hergenommen. Also einfach, wenn ich den Müllbeutel rausgemacht habe, dann ein bisschen was reingesprüht, dann hat das da drin einfach gut gerochen und ich weiß nicht, ob es Bakterien tötet, weil das ist ja oft bei diesen Deo-Teilen, dass die einfach so Bakterien töten. Ich finde es einfach genial, es duftet toll und ich sage, ich kaufe mir das Neue jetzt halt auch, aber das fand ich besser. So, dann was ganz was Ungewöhnliches und zwar habe ich da so eine Handyhülle drin, weil die habe ich nämlich auch aussortiert oder aufgebraucht. Das ist eine, wo steht das denn, ESR-Hülle fürs iPhone. Das ist einmal so ein Plastikcase, ganz flach für die Rückseite und dann so ein Bumper. Und das zusammen ergibt halt dann eine Handyhülle. Und ich habe mein Handy wahrscheinlich 15 Mal runtergeschmissen, mitsamt dieser Hülle.
Also wirklich auf Steinboden, auf Fliesen, auf alles, was total schlimm ist fürs Handy. Also ich habe meinem Freund, also meinem Mann schon gesagt, ich habe noch nie ein Handy so oft runtergeschmissen wie mein neues iPhone. Und ihr glaubt es nicht, es ist immer noch nicht kaputt. Also ich habe ja dieses Mal sogar dieses Apple Care dazu genommen. Bin ich inzwischen auch echt froh drum. Aber ich bin trotzdem noch froh, noch dankbarer, muss ich sagen, dass ich echt das Glück hatte, dass es immer auf die Ecken gefallen ist, also wirklich so aufgekommen ist oder halt wirklich komplett auf den Bildschirm gefallen. Und es ist trotzdem nie kaputt gegangen, weil dieser Bumper ist scheinbar so dermaßen der Hammer. Wie gesagt, also wirklich ungelogen, also ich sitze im Auto, stehe auf und das Handy fällt raus und fällt wirklich auf so eine Steinkante drauf und ich habe mir gedacht, jetzt ist es hin. Und drehe es um und es ist nichts. Es ist nichts. Aber die Hülle hat ausgesehen. Also ich habe hier überall Schrammen und die ist auch total verbogen gewesen dann irgendwann. Also überall hat die Datscher an den Rändern und ich habe die komplett aufgearbeitet. Aber wie gesagt, ich vergöttere diese Hülle und ich habe sie mir tatsächlich nachgekauft, weil die eben irgendwann so fertig ausgesehen hat. Und ich verlinke sie euch echt gerne in der Infobox, weil die wirklich gut ist. Also da muss ich sagen, sieht auch toll aus und die ist auch so schön dünn. Ich bin begeistert. Also entweder das iPhone ist so wahnsinnig stabil oder es lag an dieser Hülle. Weil ich kenne ganz viele Menschen, die gebrochene Displays haben und ich glaube, wenn ich das Ding nicht hätte, würde ich dazugehören. Also deswegen absolut eine Empfehlung, aber jetzt definitiv für den Müll, weil die einfach total verbogen ist und verdöllt und alles. Deswegen kommt die jetzt einfach immer weg. So. Dann habe ich aufgebraucht von Method, zwei Stück müssen da drin liegen, genau. Und zwar einmal French Lavender, also das war lila, und einmal Waterfall, das ist das blaue. Das sind diese Handseifen und die sind echt absolut genial, ich kaufe die auch immer wieder nach. Die sind halt natürlich umweltschonend von der Herstellung und von allem, ich weiß es gerade nicht. Also auf alle Fälle ein gutes Produkt und ich mag sie einfach gern, weil die einfach die Hände schön reinigt, die Seife, und jetzt kein trockenes Gefühl hinterlässt. Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Und das haben die nicht. Und die sehen auch übrigens wunderhübsch aus, wenn die voll sind. Also richtig stylisch, schlicht. Mag ich total gerne. Und deswegen stehen die auch schon nachgekauft. Einmal in grün, glaube ich. Und einmal in pink gerade in meinem Bad. Einmal Grapefruit und dann noch Green Tea, glaube ich. Kommt dann im nächsten Video wahrscheinlich. So, dann haben wir hier nochmal einen Gesichtsreiniger. Und nochmal. Also ich habe es euch gesagt, ich brauche viel Sachen häufig auf. Dann habe ich mal leer gemacht, ein paar Bröbchen auch. Also zum Beispiel von Nivea, die Body Indouche Milk. Indouche Body Milk. Die hatte ich auch mal in groß. Finde ich ganz gut, aber habe ich mir jetzt nicht mehr nachgekauft. Wie gesagt, nehme ich halt nicht so häufig her. Aber finde ich ganz gut. Wenn es eben schnell gehen muss, vielleicht kaufe ich sie mir auch wieder mal irgendwann, aber jetzt erstmal nicht. Dann habe ich leer gemacht eine Schlammmaske, Totes Meer Porentiefe Reinigung, diese da. Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt und ich sehe es auch nicht. Aber die gibt es beim Müller, keine Ahnung. Aber die hatte ich in irgendeiner Box oder irgendwo drin und habe mich mal hergenommen. Kann mich aber echt nicht mehr erinnern, ob ich die gut fand oder nicht. Keine Ahnung, müsste ich jetzt echt was erfinden, weil ich es einfach nicht mehr weiß. So, mache ich aber nicht. Odol mit 3, wieder eine Zahnpasta, kaufe ich jetzt aber nicht mehr nach. Weiß nicht, fand ich jetzt nicht so genial, habe ich glaube ich ein paar Mal gehabt, aber das ist auch gut. Und die Odol mit 3 White and Shine, das ist so ein Pröbchen gewesen, habe ich halt unterwegs jetzt echt leer gemacht, weil ich das einfach total praktisch finde, wenn man da nicht so eine ganze Zahnpasta mitschleift. So, dann von Balea, die beruhigende Hautcreme, die wird hundertprozentig nachgekauft. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Das ist ein absolutes Lieblingsprodukt von mir. Die verwende ich nach dem nach dem Epilieren der Beine. Und die ist einfach genial. Da sind die Beine danach so weich und sehen einfach wieder beruhigt aus. Die kriegen dann keine roten Fleckchen oder so. Das ist eigentlich für nach dem Rasieren, glaube ich. Also einfach, gut, es steht Haarentfernung. Also ich habe halt eben Epilierer und verwende die halt dann immer danach. Kann ich total empfehlen und ich liebe den Duft. Und wie gesagt, ist leer und wird nachgekauft, definitiv. Ich sage, ich hoffe, dass es sie noch gibt. Dann habe ich viele davon leer gemacht. Ich weiß nicht, ob die da jetzt alle drin liegen. Und zwar von diesen Liquid Camouflage von Catrice. Also jetzt habe ich hier allein schon zwei Stück, einmal in der 10 und einmal in der 20.
Aber ich glaube, bei mir passt die 20 besser, weil die 10 ist eher sehr kühl und rosastichig und die 20 ist eher die gelbstichigere von beiden. Und ich bin ja so ein gelbstichiger Hauttyp. Und die kaufe ich ständig nach. Die gehen leider sehr schnell leer. Also ich würde mir da echt irgendwie ein anderes Packaging wünschen. Aber gut, gibt's halt nicht, weil die ist halt unglaublich gut. Aber wie gesagt, das Packaging da kommt man einfach dann zum Teil nicht mehr ran und das ist total nervig. Also ich kratze dann immer schon so aus, aber das ist total blöd. Aber wie gesagt, die kaufe ich ständig nach, weil die halt unglaublich gut deckt. Also ich gesagt, ich weiß nicht, wie viel da noch drin liegen. Regelmäßig. Dann habe ich leer gemacht von Essence das Pure Nude Make-up. Das habe ich mir auch nachgekauft, ich glaube 2-3 Mal oder so. Das finde ich richtig gut für den Alltag. Das ist ein angenehm, gut deckendes Make-up, was aber nicht irgendwie ein Gefühl auf der Haut gibt, man hätte Make-up drauf. Das ist sowas von angenehm. Momentan, wie gesagt, verwende ich halt Bio. Deswegen habe ich es jetzt momentan nicht im Gebrauch. Aber ja, ich würde es mir auch wieder nachkaufen, aber ich habe es noch. Deswegen muss ich jetzt auch gerade nicht nachkaufen. Das ist eben ja no Make-up feel. Ich kann das total unterstreichen. Total genial. Und die 10 ist auch richtig schön hell für so Hellhäutchen wie mich. Also sehr empfehlenswert. So, dann habe ich mal gekauft das Body Tonic straffende, reichhaltige Milch für trockene, erschlaffte Haut. Das finde ich ganz okay, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich es jetzt unbedingt nachkaufen würde. Ich weiß auch nicht, ob dieser Effekt was bringt. Also würde mich mal interessieren, hat das jemand von euch und hat da jemand irgendwie einen Effekt bemerkt? Weil, also der Geruch ist, wie gesagt, sehr frisch, ganz, grasig, also so grasig frisch, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, der Pflegeeffekt mit diesem Straffen, den habe ich jetzt nicht festgestellt. Also da fand ich die andere eben besser, die Türkise. Aber ich habe davon so noch eine andere mitgenommen, aber beim nächsten Mal dann. Die ist noch nicht leer. Dann wieder eine Zahnpasta. Dann kommt mal von Batiste ein Trockenshampoo. Das habe ich jetzt lang nicht verwendet und habe ich jetzt aber ja vor einer Woche erst leer gemacht. Finde ich aber immer noch super und ich kaufe es mir auch wieder nach, weil es einfach, wenn es mal sein muss, so praktisch ist. Und ja, auch wenn man, also ich habe halt auch oft so fliegende Haare, also ganz viele so fliegende Härchen, da kriege ich immer die Krise. Und die lassen sich auch nicht mit Haarspray irgendwie großartig dämmen. Wahrscheinlich habe ich so ein, durch die Schwangerschaft jetzt diesen üblichen Haarwuchs, den man halt wirklich hat. Ich merke es auch in den Augenbrauen, ich muss ständig zupfen. Und habe jetzt lauter so kleine Härchen überall und die sind total lästig. Und lustigerweise, wenn ich halt mal, ich wasche meine Haare so alle 3 bis 4 Tage frühestens. Also ich versuche immer schon nicht so oft Haare zu waschen. Und wenn ich halt am 2. oder 3. Tag merke, boah, ich schaue wieder aus wie so ein Stachelbär, weil ich überall diese Härchen da habe, dann knalle ich mir auch oft das in die Haare und das hat dann so einen Styling-Effekt irgendwie, dass meine Haare dann sich besser stylen lassen, also damit die einfach wieder schöner liegen. Und wie gesagt, die sind dann oft nicht gar nicht wirklich fettig, aber halt einfach katastrophal von der Optik her und da bringt es auch richtig viel. Also ich sage, wenn man einfach das Haarewaschen ein bisschen rauszögern möchte, dann ist das absolut genial. Und wie gesagt, ich bin kein täglich Haarwaschfreund. Wie gesagt, bei langen Haaren ist es einfach nicht gut. Die trocknen einfach nur aus und deswegen, ich gucke, dass ich einfach damit ein bisschen das rauszögere. Wird nachgekauft. So, dann habe ich auch endlich leer gemacht. Das ist uralt, aber hat so gut gerochen eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich da so lange gebraucht habe. Ich glaube, ich wollte es dann mal nicht mehr aufbrauchen, weil ich mir dann wieder gedacht habe, das gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Und zwar ist es das Mandarine Duschbad von Yves Rocher. 100.000 Jahre alt. Aber das hat echt unglaublich gut gerochen. Da riecht es immer noch. Das riecht original wie Mandarine. Aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Oder gibt es das noch? Riecht das immer noch so wie früher? Das ist uralt. Aber wie gesagt, also ich würde es mir sogar nachkaufen, weil es unglaublich gut war. Ja, aber jetzt ist es endlich leer. Und dann habe ich noch was von Yves Rocher. Da ist aber noch was drin. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das dann wegschmeiße, es ist gekippt. Also der Duft ist gekippt, das heißt, das stinkt jetzt leider. Finde ich total schade. Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre alt oder so. Und hat so einen fiesen, stechenden Geruch bekommen. Ich habe es irgendwie falsch gelagert wahrscheinlich. Also irgendwas lief da schief. Es ist mein absolutes Lieblingsparfüm gewesen. Auch letztes Jahr habe ich es noch echt ständig verwendet. Und habe euch auch nach einem Backup gefragt, weil das gibt es ja nicht mehr. Das war eine Limited Edition sozusagen.
Ich habe jetzt Gott sei Dank ein Backup, das fast genauso riecht, und zwar Bio-Vanille von Yves Rocher, und das trage ich jetzt. Das ist auch göttlich, also wirklich göttlich. Ich liebe einfach diese Vanilleduftrichtung im Herbst. Ich rieche halt dann oft wie so ein gebrannter Mandelstand, aber das ist mir echt wurscht, weil ich einfach so drauf stehe. Und wie gesagt, das schmeiße ich jetzt weg, weil ich so nicht mehr tragen kann. Diesen Geruch halte ich nicht aus. Das ist so stechend, also wirklich ganz komisch. Aber das Neue, wie gesagt, habe ich wieder voll in Verwendung. Und deswegen kommt das jetzt in den Müll. So, dann habe ich noch, jetzt geht es langsam dem Ende zu. Das Video ist auch, ja, wirklich lang, aber ich habe es euch prophezeit, dass es lang wird. Und ich will euch ein bisschen was dazu erzählen. Nur in die Kamera halten, was ich wegschmeiße, finde ich, macht keinen Sinn. Also wenn ich euch nicht irgendwas dazu erzähle, wie ich es dann fand, dann finde ich, ist das kein aufgebraucht, sondern einfach nur ein ich schmeiße weg. Ja, aber ich erzähle euch gerne was dazu. Ich hoffe, ihr mögt das so, könnt mir gerne mal euer Feedback geben, aber solange ihr da jetzt nicht euch beschwert, mache ich es weiterhin so. Ja. Ich habe eine Zahnbürste aufgebraucht von Oral-B, also auch eine von vielen, also in stellvertretend sozusagen. Und ich habe einfach die ganz normalen Standard Oral-B. Ich habe auch von DM die neue Marke ausprobiert. Also die Aufsätze kann man ja auch auf die Oral-B drauf machen, von der DM-Eigenmarke. Aber die sind nicht gut. Also ich mag sie nicht, ich mag das Gefühl auf den Zähnen nicht. Ist ganz komisch, ich packe dieses Gefühl nicht. Ich kann es euch nicht erklären, es ist irgendwie so quietschig auf den Zähnen, so ganz komisch gummi-quietschig sind diese Borsten. Total unangenehm, und deswegen habe ich es dann bleiben lassen. Jetzt habe ich, wie gesagt, wieder meine Originalen, und die sind zwar teuer, aber einfach echt, echt gut. So, wer hätte es gedacht, noch eine Zahnpasta. Wie gesagt, davon habe ich hunderte, das war jetzt übrigens auch Oral-B, hoppla. Hätte ich vielleicht mal dazu sagen sollen. So, dann ein Produkt, was jetzt auch lang gehalten hat, aber was ich total abgöttisch liebe und auch schon nachgekauft habe, weil ich Gott sei Dank eine Schwiegermutter habe, die das bestellen kann. Also ich habe da Glück, ich weiß nicht, ob ihr da auch irgendwie dran kommen könnt. Und zwar ist das von Beauty Cycle, heißt die Marke. Das ist ein Amway-Produkt. Ich weiß nicht, ob euch Amway was sagt. Das ist sowas wie Tupperware mit Schminke und Pflege und Putzmittel und was weiß ich, was Amway alles verkauft. Und die haben eben so eine Pflegereihe, das ist die Fire-Pflegereihe. Leider ist es schon so abgekratzt, dass man es fast nicht mehr sehen kann. Also vielleicht erkennt ihr noch ein bisschen was. Das ist ein Anti-Spot-Gel, also gegen Pickel. Und das ist einfach nur der Hammer. Ich glaube, ich habe es euch mal vor langer Zeit mal in einem Favoritenvideo gezeigt. Dieser Autofokus ist der Wahnsinn halt. Aber wie gesagt, jetzt ist es leer gegangen. Das tut man im Endeffekt einfach auf eine Stelle, wenn man merkt, oh, da kommt ein Pickel, das tut er oft schon vorher weh, wenn es so große sind. Dann habe ich das schon drauf getupft, und oft kamen die gar nicht erst, so richtig schmerzende Teile. Oder halt wirklich, wenn sie dann schon da sind, auch jetzt in meiner Schwangerschaft, deswegen ist es jetzt auch leer, weil ich es da wirklich ständig verwendet habe. Wirklich auf die einzelnen Stellen drauf tupfen, die halt dann schon am Blühen sind, sage ich jetzt mal. Und dann hält es viel schneller ab, es entzündet sich nicht, obwohl man vielleicht rumdrückt, weil ich mag nicht so gelbe Teile im Gesicht haben. Also ich drücke da schon rum. Und das ist einfach göttlich. Ich kann es euch so empfehlen, also ich googelt einfach. Googelt danach, ob ihr es irgendwo herbekommen könnt. Das ist halt einfach nur so ein Online-Ding. Aber das ist genial. Kann ich total empfehlen. Also wenn ich irgendwas dazu rausfinde, dann versuche ich es euch in die Infobox zu schreiben, aber ich weiß es nicht. Noch eine Zahnbürste. Wie gesagt, davon sind auch mehrere weggegangen. Und noch ein Velvet Finish Concealer von Catrice. Das, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, mit Hyaluron, aber den anderen finde ich besser. Deswegen kaufe ich jetzt immer den anderen. Aber den habe ich natürlich auch leer gemacht. So, dann kommen wir jetzt echt gleich zum Ende. Da ist noch was Großes, und zwar von Sagrotan verwende ich eigentlich immer ganz gern diesen Wäschedesinfizierer da. Den mag ich ganz gern, weil der so einen leichten Duft hat. Aber ich habe schon überlegt, mit Babywäsche muss ich jetzt mal gucken. Da steht zwar drauf für Baby- und Kindertextilien, aber ich habe gesehen, es gibt den auch in Sensitiv. Hat da von euch einer eine Erfahrung? Könnt ihr mir da mal Bescheid sagen, ob das irgendwie, ob der in Sensitiv auch so gut ist? Weil dann werde ich vielleicht dann mal umsteigen mit Babywäsche. Oder allgemein, habt ihr Waschmitteltipps für Babyklamotten? Das wäre auch mal eine Sache. Weil da bin ich auch noch bei Null. Da bin ich noch keinen Plan. Aber da muss ich jetzt definitiv mich mal auch informieren. Weil ich weiß es nicht. Manche, glaube ich, waschen einfach alles zusammen. Also mit den Klamotten von Erwachsenen, und manche halt nicht.
Wie macht ihr das denn? Her mit eurer Meinung. Also wie gesagt, das ist leer, aber auch mehrere davon. Dann habe ich leer gemacht von Rituals, das Magic Touch Cherry Blossom Rice Milk. Das ist so ein Pröbchen gewesen. Ich habe es auch noch in einem größeren Pröbchen sozusagen, also eine Packung. Und das riecht göttlich. Es ist so genial. Ich liebe Rituals, aber es ist mir immer so teuer. Also wenn jemand mir mal was schenken möchte, dann bitte gerne Rituals. Also falls mal einer von meinen Bekannten das Video guckt. Ich liebe die Marke total, aber ich sage, ich gebe das Geld ungern für mich jetzt aus. Aber das sind sehr total genial. Und diese Cherry Blossom Reihe, oh, jetzt habe ich total Zungen durcheinander gerade. Die ist echt total genial. Also deswegen, das ist leer. So, dann auch eins von vielen, stellvertretend, jetzt hat der Autofokus gerade wieder seinen Vogel, das Nivea Fresh Natural, ihr wisst Bescheid, glaube ich. Ich verwende es und liebe es, ist kein Aluminium drin und hilft trotzdem ziemlich gut. Also kann ich empfehlen, es ist nicht das ultimative, wow, alles trocken, aber es ist total gut gegen Gerüche und es unterstützt in jedem Fall das Schwitzen, also dass man nicht mehr viel schwitzt. Und deswegen bin ich da jetzt völlig umgestiegen. In der Schwangerschaft verwende ich momentan nur noch das, also gar kein Aluminium-Deo. Und ich komme auch klar. Und wenn ich mal ein paar Schweißflecken habe, dann ist es halt so. Gott, wird das Video lang. Vielleicht mache ich doch zwei Teile draus. Ich weiß es nicht. Von P2 habe ich ein Calcium-Gel leer gemacht. Das ist, da ist noch unten wirklich so ein bisschen was drin, aber das ist jetzt so eingedickt, dass es schon leicht Fäden zieht inzwischen, weil ich es doch sehr häufig verwende, also immer auf und zu und auf und zu, und dann trocknen die Nagellacke dann doch schneller ein, wenn man die noch viel verwendet, und ich komme jetzt einfach nicht mehr richtig dran, deswegen habe ich es jetzt einfach aufgegeben und mir ein neues gekauft. Wie gesagt, wird ständig nachgekauft, das Calciumgel von P2, das ist einfach mein absoluter Basic Unterlack. So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Nee, ein Teil haben wir noch. Ich muss gucken, dass ich da nichts vergesse. Zwei Teile haben wir noch. Einmal die Goldschimmermaske von März, genau. Die fand ich auch ganz cool. Irgendwie lustig mit Goldschimmer und so, aber weiß ich nicht, ob ich sie nachkaufen würde. Ist halt so eine Spa-Maske, also so ein bisschen Wellness-Gefühl. Und wie ihr vielleicht wisst, kaufe ich keine Frauenrasierer mehr, sondern ich bin auf Männerrasierer umgestiegen, weil die einfach besser sind. Die haben einfach die besseren Klingen und die schneiden länger, also man muss sie nicht so oft wechseln. Also ich habe lange Gillette für Frauen verwendet und hatte dann einfach mal das Gefühl, ich probiere mal was Neues aus, und mein Mann einfach einen tollen Rasierer hat, und habe mir den dann selber gekauft. Wie gesagt, deswegen bin ich inzwischen völlig umgestiegen auf Männer. Toll. Ich bin nicht umgestiegen auf Männer. Nein, ich bin umgestiegen auf Männerrasierer. Mein Mann habe ich schon lang. Wie gesagt, die kann ich euch total empfehlen. Das sind, glaube ich, die Macht 3 oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, davon habe ich auch einige aufgebraucht. Und das Tolle ist halt jetzt, dass ich die Dinger meistens gar nicht selber kaufe, sondern mein Mann bestellt sie bei Amazon, weil das ist ein Amazon-Einkäufer, und ich nehme mir dann einfach immer wieder eins. Geld gespart, hihihi. Na, im Endeffekt bleibt es gleich, weil man lebt ja in Ehe, in einem großen Topf sozusagen. So, das war's. Wahnsinn. Also ich sehe es gerade wieder da liegen, das ist echt viel heute. Deswegen, ich würde meinen, das sind jetzt einfach mal, nee, ich weiß es nicht. Ich frage euch mal auf Instagram. Ich lasse euch mal entscheiden, beziehungsweise habe euch entscheiden lassen. Und wenn das Video online geht, dann ist es schon entschieden, ob ihr denn das als ganzes Video sehen möchtet oder immer als halbes. Sowas mache ich übrigens gerne auf Instagram. Ich bin einfach ein Instagram-Fan, also wenn ihr mir dann noch nicht folgt, würde ich mich sehr freuen, weil da bin ich einfach ein bisschen aktiver mit euch im Gespräch als in den Kommentaren. Da würde ich zwar auch gerne mit euch quatschen, aber auf Instagram läuft es irgendwie direkter. Das läuft einfach so ziemlich direkt, und das finde ich ja total cool. Also gerne da mir folgen. Ja, in diesem Sinne war es das jetzt mit meinem, ja, aufgebraucht. Ich habe hier noch mein Säckchen drin liegen, was ich davor verwendet habe, aber das ist schon lange leer, und deswegen, ja, Ende Gelände. Es liegen da nur noch Schrauben drin. Die sind noch von der Baustellenphase. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, und wie gesagt, wenn ich weiter sammeln soll, dann sagt mir bitte einfach Bescheid, gebt ein Däumchen hoch, und ich freue mich mega über Kommentare und ja, einfach ein bisschen euer Wissen, wie gesagt, zu Babywäsche, was ich euch alles gefragt habe. Würde mich sehr über eure Meinung freuen.
Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!